Grau und kalt zeigt sich heute dieser Novembertag. Und damit guten Abend zu Schleswig-Holstein, 18 Uhr am Mittwoch. Wenn bei der Feuerwehr der Alarm angeht, dann muss es schnell gehen. So auch gestern Nacht in Stedesand im Kreis Nordfriesland. Weit war es zum Brandort zwar nicht, denn das Feuer brach im Gerätehaus der Feuerwehr aus. Obwohl die etwa 150 Helfer schnell vor Ort waren, konnten sie das Gemeindehaus, in dem die Feuerwehr untergebracht ist, nicht retten. Geräte möglichst raus aus der Steckdose. So sieht es momentan bei vielen zu Hause aus. Jede Möglichkeit, Strom zu sparen, macht gerade Sinn. Auch wenn der Strompreis momentan wieder sinkt, weiß niemand so genau, ob und wann Strom wieder teurer wird. Viele Stadtwerke und Stromanbieter im Land bieten ihren Kunden gerade neue Verträge für Strom, Wasser und Wärme an. Doch die Preise sind sehr unterschiedlich. Ja, und die steigenden Preise machen natürlich auch den Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie Sorge. Einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde haben heute in 5 Städten im Land tausende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Wir waren bei der Kundgebung der IG Metall in der Landeshauptstadt mit dabei. Wer krank ist, möchte möglichst schnell und möglichst gut versorgt sein. Doch viele Patientinnen und Patienten müssen aktuell lange auf einen Termin beim Arzt warten. Ist es kein Notfall, dauert das teilweise monatelang, bis sie einen Termin bekommen. Denn viele Praxen im Land sind überlastet, weil ihnen das Personal fehlt. Den Ärger der Patienten über zu lange Wartezeiten müssen dabei oft immer die gleichen abfedern. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Präsident der Ärztekammer, Professor Henrik Herrmann. Guten Abend, Professor Herrmann. Guten Abend, Frau Bauer. Woran liegt es denn, dass Arztpraxen so überlastet sind? Nur an krankheitsbedingten Ausfällen oder gibt es auch schon jetzt zu wenig Ärzte? Woran liegt das denn, dass die daran kein Interesse haben? Wie kann man denn da eigentlich gegensteuern? Vielleicht mit Ärztehäusern oder ist auch das Konzept der staatlichen Polikliniken wie damals in der DDR denkbar? Das heißt, mit diesen Ansätzen ist das Problem des Ärztemangels dann künftig gelöst? Das Interview haben wir aufgezeichnet. Bevor der Strom bei uns zu Hause in der Steckdose landet, fließt er über diese Leitungen. Doch noch reicht das Stromnetz nicht immer aus, um allen Strom aus erneuerbaren Energien weiterzuleiten. Beim Ausbau der Leitungen an der Westküste soll es jetzt deshalb schneller gehen. Dafür haben das Land, der Kreis Dithmarschen und die Netzbetreiber eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dieser Mann hier kennt sich mit der Geschichte des Landes aus wie kaum ein anderer. Immer wieder hat Historiker Uwe Danker auch untersucht, wie sich der Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein entwickelt hat. Heute hat er eine überarbeitete Fassung seines Buchs über den Nationalsozialismus an Schüler in Wedel überreicht. Der Herbst ist einfach die Jahreszeit, die farbtechnisch am meisten zu bieten hat. Zuschauerin Karin Mädlow aus Lübeck hat sich über diesen Schnappschuss gefreut. Vielen lieben Dank dafür. Wie viel Herbst und wie viel Winterwetter in den kommenden Tagen auf uns zukommt, das verrät Ihnen jetzt gleich Meno. Ich sage Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen, hier um 18 Uhr wieder.